Mighty No. 9 ist wohl der Inbegriff von einer totalen Enttäuschung. Als Mighty No. 9 im Oktober 2013 erfolgreich von 67.226 Unterstützern mit einer Summe von 4 Millionen Euro finanziert wurde, waren die Erwartungen riesig, denn die ersten Bilder, die Keiji Inafune uns zum Spiel lieferte, sahen richtig gut aus und das nicht nur grafisch. Nun ist Mighty No. 9 aber nicht mehr als ein hässliches Spiel mit einer miserablen Technik, einem schlechten Game Design und einem verhunzten Gameplay. Aber lasst uns einmal ganz von vorne beginnen. Mighty No. 9 soll der geistige Nachfolger von Mega Man sein und wurde auch so vermarktet. Nur blöd, dass Mighty No. 9 nicht mal im Ansatz mit Mega Man mithalten kann. Doch dabei wirkt Mighty No. 9 auf den ersten Blick tatsächlich wie ein geistiger Nachfolger des blauen Roboters. Denn selbst schon die Story orientiert sich an der von Mega Man. In Mighty No. 9 spielt ihr nämlich den Helden Beck, und ja, der Name ist so heldenhaft, wie er klingt, und eure Aufgabe ist es, die 12 Robomaster, Roboter auszuschalten, da diese aus einem anfangs noch unbekannten Grund durchgedreht sind. Die Story ist, wie ihr sicher schon gemerkt habt, etwas langweilig, was aber kein Problem ist, denn ein Spiel wie Mighty No. 9 setzt ja nicht auf eine unterhaltsame Story, sondern auf ein gutes Gameplay. Oder? Lasst es mich mal so ausdrücken. Das Gameplay ist alles andere als gut. In ersten Trailern wurde Mighty No. 9 noch, wie eingangs erwähnt, als ein geistiger Nachfolger zu Mega Man präsentiert, doch der gute Herr Inafune dachte sich, ein Feature einzubauen, welches nicht im Ansatz so funktioniert, wie es funktionieren sollte. In Mighty No. 9 besitzt ihr nämlich einen Dash, den ihr mit Hilfe des R-Knopfes auslösen könnt. Das mag natürlich im ersten Moment wie ein nettes Gimmick klingen, doch es stellt sich als die pure Hölle heraus. Ihr müsst nämlich die Gegner so lange beschießen, bis diese leuchten und könnt sie dann erst mit dem Dash besiegen, was, vorsichtig gesagt, nicht immer ganz so gut funktioniert. Das Problem am Dash ist nämlich, dass ihr mit diesem den Gegnern nicht einmal schaden könnt. Solltet ihr nämlich einen Gegner dashen, der noch nicht leuchtet, dann erhaltet ihr Schaden. Und glaubt mir, das wird euch verdammt oft passieren. Da tröstet es einem auch nicht hinweg, dass man durch Besiegen von Gegnern durch einen Dash kurzzeitige Boosts bekommt, die sich aber kaum bis gar nicht bemerkbar machen. Und wie ihr bereits heraushören konntet, man kann die Gegner auch wie in Mega Man nur die Schüsse schlagen, aber dies dauert ewig, weswegen das leider keinen Sinn macht. Hätte man die Wahl gehabt, dann wäre das okay gewesen, aber so, nein danke. Aber okay, die Kämpfe sind in Mighty No. 9 schon mal nicht gelungen. Aber wie sieht es denn mit dem eigentlichen Leveldesign aus? Nun ja, dieses ist schlecht bis kaum vorhanden. Denn auch in den Leveln müsst ihr den Dash oft benutzen, was wie ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen könnt, alles andere als gut funktioniert. Es gibt nämlich teilweise Stellen, an denen ihr nicht weiterkommt, wenn ihr den Dash nicht benutzt, was verdammt nervig ist. Zum einen ist der Dash einfach schlichtweg schlecht programmiert und funktioniert nicht im Ansatz so, wie er funktionieren sollte. Außerdem ist es sehr schwer, sich mit dem Dash zum Beispiel an Leitern festzuhalten, denn man wird gleichzeitig noch von Gegnern beschossen, die ohne weiteres nicht erreichbar sind, weswegen ihr diese auch mit dem Dash besiegen müsst, was nicht immer ganz einfach ist, wenn ihr durch die schlechte Programmierung des Dashes sehr schnell in euren unvermeidlichen Tod rast. Dabei ist dies sehr schade, denn Mighty No. 9 hat tatsächlich Potenzial, denn man merkt den positiven Einfluss von Mega Man. Schießen, Springen und so weiter fühlt sich an wie in den alten Mega Man-Teilen, doch eben besagte Dash-Passagen zerstören das gesamte Gameplay. Es gibt so nämlich auch eine Passage, wovon überall Feuer herunterkommt und zusätzlich beschießen euch auch noch Gegner mit Feuer, die unheimlich viel aushalten. Blöd nur, dass man dank der nervigen Dash-Funktion immer in besagtes Feuer hineindasht oder gegen die Gegner, da sie noch nicht leuchten, was unheimlich frustrierend ist. Aber es wird noch schlimmer. Im zweiten Level müsst ihr von Plattform zu Plattform dashen. Nun fragt ihr euch wahrscheinlich, was dabei das Problem ist. Ganz einfach. Beck kann sich nicht an diesen festhalten und ihr rast in den Tod. Das Blöde dabei ist, Mighty No. 9 hat einige solcher nervigen Abschnitte. Aber das ist leider noch nicht alles. Das gesamte Leveldesign ist total uninspiriert und nicht gerade sehr gelungen.
Wenn man sich so einmal das Leveldesign eines Mega Mans anguckt oder gerade das eines Mega Man X, an dem sich Mighty No. 9 stark orientiert, dann wird einem auffallen, dass Mighty No. 9 seinen großen Brüdern ganz schön hinterherhinkt. Während die Mega Man-Spiele noch fordernd, aber fair waren und man ein Muster erkannte, was man dann besser machen konnte, fehlt Mighty No. 9 dies komplett. Das Spiel ist an den meisten Stellen unfair und nicht der Spieler hat Schuld am Versagen, sondern das Spiel, was keinesfalls gut ist. Noch ein riesiger Kritikpunkt an Mighty No. 9 sind die Bosse, denn diese sind ähnlich nervig wie die Level selbst. Am Ende jeder der 12 Stages erwartet euch ein Boss, der ähnlich wie das Spiel kein Muster besitzt und total unfair und nervig ist. In Mega Man besaßen die Bosse noch ein System, welches man schnell lernen konnte und die Bosse dann besiegen konnte, was dann im Endeffekt unheimlich befriedigend war. Mighty No. 9 besitzt das nicht. Die Bosse haben kein System, sind unfair, bringen überhaupt keinen Spaß und es fehlt jegliche Motivation, diese noch einmal zu probieren. Okay, halten wir noch einmal fest. Mighty No. 9 hat kein gutes Gameplay, ein Leveldesign aus der Hölle und die Bosse bringen auch keinen Spaß. Kann es denn noch schlimmer kommen? Ja, kann es. Denn Mighty No. 9 ist doch technisch eine Totalkatastrophe. Das Spiel sieht aus wie ein GameCube-Spiel und hat andauernde Frame-Einbrüche, was das Spiel an manchen Stellen unspielbar macht. Wenn man so eh schon schlechte Passagen meistern muss und das Spiel dann nicht einmal richtig läuft, dann ist das nicht gut. Dabei ist es ja aber nicht so, dass das Spiel jetzt so gut aussieht, dass die schlechte Frame-Rate irgendwo begründet ist. Nein, Mighty No. 9 sieht wie eingangs erwähnt aus wie ein Spiel der PlayStation 2 und GameCube und bietet dabei auch noch schlechte Effekte. Wer nun aber denkt, schlimmer kann es nicht mehr werden, ja, der täuscht sich gewaltig, denn wo Mega Man noch einen grandiosen und eingängigen Soundtrack besaß, ist der von Mighty No. 9 schrecklich. Er hört sich alles andere als gut an und hat nicht im Ansatz den Charme, den der Soundtrack von Mega Man besaß. Aber nicht nur das. Auch die Synchronstimmen von Mighty No. 9 sind eine reine Katastrophe, wobei man Synchronstimmen gar nicht mal sagen darf, denn die Charaktere in Mighty No. 9 bewegen nicht einmal ihre Münder. Dazu sind diese Synchronstimmen auch noch peinlich oder tun in den Ohren weh, denn wenn man sich so zum Beispiel Pyro anhört, dann wirkt das einfach nur lächerlich. Pyro! Burn! The world must! Burn! Oder die Stimmen tun wie gesagt in den Ohren weh, was durch die schlechte oder nervige Synchronisation auch des Öfteren der Fall war. Das Schlimmste an der Sache ist aber, dass die Synchronstimmen auch erst finanziert werden mussten, was bei dem letztendlichen Resultat eine Frechheit ist. Und wo wir gerade bei finanziert waren, der gute Herr Inafune startete auch noch während der Entwicklung von Mighty No. 9 zwei weitere Kickstarter-Kampagnen und das, obwohl Mighty No. 9 etliche Male verschoben werden musste und wie wir sehen, auch vollkommen unfertig auf den Markt geworfen wurde. Dass das Spiel auch einmal grafisch und spielerisch komplett anders aussah, muss ich hier hoffentlich keinem mehr erklären. Nun kommen wir aber zum Fazit. Mighty No. 9 ist wohl der Inbegriff einer riesigen Enttäuschung für Mega Man-Fans. Das Gameplay kann nicht im Ansatz überzeugen, die Hauptspielmechanik bringt keinen Spaß, die Bosskämpfe sind schlecht designt, der Soundtrack sowie die Synchronstimmen sind ein Graus und technisch ist dieses Spiel miserabel. Aus diesen genannten Gründen bekommt Mighty No. 9 auch nur eine Wertung von 43%.